Miami war ein ruhiger Ort, bis die kolumbianischen Drogenkartelle auftauchten. Sie benahmen sich wie ein Haufen Revolverhelden. Dann kam die Patin. Sehr wenige Frauen waren so erfolgreich wie Griselda Blanco. Der Name Griselda flößte vielen Angst ein. Wir waren überrascht, dass eine Patin so grausam sein konnte. Sie war zu allem bereit, um ihre Machtposition zu sichern. Sie hatte keinen Funken Mitleid. Diese Leute waren verrückt. Wir mussten etwas unternehmen. Our goal is to break the power of the mob in America and nothing short of it. You're under arrest. Wenn ihr jemand in die Quere kam, löste sie es auf ihre Art. Sie ließ ihn ermorden. Wenn jemand die Todesstrafe verdient hat, dann Griselda Blanco. Gangster ohne Skrupel und Moral. Griselda Blanco. Während Amerika Ende der 1970er Jahre noch tief in der Rezession steckt, boomt das Paradies Miami. Aber dieser Erfolgskurs fordert einen hohen Preis. Ralph, the shootout occurred at about 2:30 this afternoon when two or more Latin males entered the Crown Liquor Store here on the west end of the Dadeland Mall. Das Dadeland Einkaufszentrum war sehr beliebt. Am helllichten Tage kam es in einem beliebten Einkaufszentrum zu zwei Toten und zwei Verwundeten. Unschuldige wurden verletzt. Die Los Pistoleros, lateinamerikanische Gangster mit Verbindungen zum Drogenmilieu, hinterlassen bei ihrer Schießerei zwei Tote und zwei Verletzte. Sie eröffneten sofort das Feuer. Im Drogenmilieu gab es schon immer Schießereien, aber nicht auf diesem Level. Das war die erste große Schießerei in Miami, bei der die Kolumbianer beteiligt waren. Der Mord erfolgt im Auftrag einer Kolumbianerin namens Griselda. Griselda Blanco gesteht später vor Gericht, dass sie einen riesigen Drogenring geführt und tonnenweise Kokain in die USA geschmuggelt hat. Des Weiteren wird ihr die Beauftragung dutzender Morde zur Last gelegt. Ich war überrascht, dass es eine Frau war. Schwer zu begreifen. Wir konnten kaum glauben, dass eine Frau, eine Patin, für die ganze Gewalt verantwortlich und so grausam war. 1974 flieht Griselda Blanco aus ihrer kriegsgebeutelten Heimat in die USA. Sie arbeitet sich im Drogenmilieu von ganz unten zu einer der führenden Kokainhändlerinnen des berüchtigten Medellin-Kartells hoch. Dank des Drogengeldes ist Medellin heute eine wunderschöne Stadt. Pablo Escobar und ein paar andere kolumbianische Drogenbarone hatten so viel Macht, dass sogar Politiker und Polizisten auf ihren Gehaltslisten standen. Sie fühlten sich unbesiegbar. Ohne Griselda Blanco hätte es keinen Pablo Escobar gegeben. Das steht fest. Pablo Escobar war quasi Griselda Blancos Zögling. Die Welt der Drogen ist von Männern dominiert. Um hier überleben zu können, müssen Frauen genauso skrupellos wie ihre männlichen Konkurrenten sein. Nur wenige Frauen schafften es, so weit wie Griselda Blanco aufzusteigen. Griselda verkaufte auch an die Konkurrenz. Das war vielleicht der Anfang vom Ende. Wenn man an die Konkurrenz verkauft, muss man auch Geld von ihnen eintreiben. Und hier begannen die Probleme. Griselda
Sie führt ihre Geschäfte mit der Hilfe von Verbrechern, Mördern und Dieben. Bald eilt ihr ihr Ruf voraus. Sie erhält verschiedene Beinamen. Patin, Monjeka, Babydoll, Dollface, Schwarze Witwe. Ich kann Ihnen versichern, dass sie all diese Namen verdient hat. Seit Jahren ranken sich verschiedenste Legenden um Griselda, die ein Eigenleben entwickelt haben. Wir können nachweisen, dass sie zwei ihrer Ehemänner ermordet hat. Sie tötete ihre Liebhaber. Wir nannten sie einfach nur Griselda. Der Name hat vielen Furcht eingeflößt. Ihre weiche Seite zeigt Griselda Blanco nur ihren vier Söhnen gegenüber. Dixon, Uber, Osvaldo und Michael Corleone, der Jüngste. Sie ist ein großer Fan des Films Der Pate von Francis Ford Coppola. Anders als Marlon Brando aber ist sie eine echte Patin. Ich habe Griselda Blanco immer als Person gesehen, die alles tun würde, egal wie grausam, um ihre Machtposition zu sichern. Sie war skrupellos. Sie verschonte niemanden und kannte kein Pardon mit denen, die um ihr Leben bettelten. Sie hatte keinen Funken Mitleid. Ich glaube, sie genoss es, Menschen zu töten oder töten zu lassen. Wer ihr Geld schuldete, wurde umgebracht. Wenn sie jemandem Geld schuldete und sie nicht zahlen wollte, wurde auch derjenige umgebracht. Wir sprechen hier nicht von Staubsaugervertretern. Wenn man sich ins Drogenmilieu begibt, muss man mit Gewalt rechnen. Besonders bei Summen in dieser Höhe und dem Produkt, von dem wir hier sprechen. Sie steckt hinter einem der blutigsten Abschnitte in der traurigen Geschichte des Drogenhandels in Miami. Wegen Griselda Blanco stellte die Regierung Truppen nach Miami ab. Als sie endlich angeklagt wurde, gingen dem FBI zufolge rund 200 Morde in Südflorida auf ihr Konto. Trotzdem kommt sie beinahe ungeschoren davon. Jeder Polizist kennt Fälle, die man bis zu seinem Lebensende nicht vergisst. Dies ist einer davon. Sie befahl den Tod von allen im Haus. In dem Haus waren auch Kinder. Das vergisst man nicht so schnell. Wenn jemand die Todesstrafe verdient, dann Griselda Blanco. Ende der 1970er Jahre produziert Kolumbien 75% des weltweit verkauften Kokains. Einer der erfolgreichsten Drogenhändler ist eine kleine, gedrungene Frau, die die USA ins Chaos stürzt. Griselda Blanco de Trujillo zeigte uns, was Gleichstellung wirklich bedeutet. Wenn Sie glauben, dass eine Frau es in der harten Welt des Drogenhandels nicht weit bringen kann, dann sehen Sie sich Griselda an. Sie beweist das Gegenteil. Sie war die erfolgreichste weibliche Drogenhändlerin und eine Visionärin. Sie wusste, dass der Markt für Kokain in den USA wuchs, erkannte die Gelegenheit und nutzte sie. Auf dem Höhepunkt von Griselda Blancos Vormachtstellung in Miami durchdringt Kokain fast die komplette Gesellschaft. Schätzungen zufolge arbeiten tausende illegal eingereiste Kolumbianer in der dortigen Drogenindustrie. Zu dieser Zeit wollte sich jeder einen Namen machen. Sie müssen bedenken, dass sie aus Kolumbien waren. Kolumbianer waren bereit, alles zu geben, um Erfolg zu haben. Miami verdiente sich den Ruf als Kokainhochburg Nordamerikas. Die Kolumbianer bezogen ihr Kokain günstig und direkt von der Quelle und schmuggelten immer größere Mengen nach Miami, das zum Umschlagplatz für den Nordosten und die Westküste wurde. Die USA und Kolumbien haben langjährige Verbindungen. Anfang der 1960er greifen die USA in den kolumbianischen Bürgerkrieg ein, um den Kommunismus zu beenden. Zehntausende Kolumbianer sterben in diesem Konflikt. Für viele wird Gewalt zum Alltag.
In den 1970ern und 80ern sah man Kolumbianer als sehr gewalttätig an. Sie rächten sich, wann immer man ihnen querkam. Für Griselda war Gewalt nichts Neues. Griselda Blanco wird 1943 in einer Zeit starker innerer Unruhen in Kolumbien geboren. Sie lebt mit ihrer Mutter in einer kleinen Küstenstadt im Norden. Als sie drei ist, ziehen sie nach Medellin. Griselda hatte ein hartes Leben. Sie wuchs in Armut auf und mit einer gewalttätigen Mutter. Sehr früh prostituierte sie sich und beging erste Verbrechen. Eine der Legenden über sie ist, dass sie im Alter von 11 Jahren an der Entführung eines reichen Kindes beteiligt war und das Kind dann selbst erschoss. Das ist nicht wahr. Zu dieser Zeit stellte sie einiges an. Aber sie hat niemanden entführt und auch kein Kind erschossen. Wahr oder nicht, diese Geschichte wurde Teil ihrer Legende. Als sie später die Patin war, sahen alle die 11-jährige Mörderin vor sich. Mit 14 flieht sie vor ihrer gewalttätigen Mutter und schlägt sich in Medellin durch. Danach klafft ein Loch, bis sie Mitte der 1970er nach Forest Hills im New Yorker Stadtteil Queens zieht. In New York arbeiten Griselda Blanco und ihr Liebhaber als Dokumentenfälscher, um andere Kolumbianer ins Land zu schmuggeln. Kurz darauf stirbt Alfonso Trujillo unter ungeklärten Umständen. Die Mutter von drei kleinen Kindern heiratet Alberto Bravo, einen Kleinkriminellen aus Medellin, und beginnt in das florierende Drogenmilieu von Manhattan abzutauchen. Die 1970er und 1980er waren die Jahrzehnte des Kokains. Disco war die perfekte Grundlage. Kokain war ein Statussymbol. Wer in war und mithalten wollte, nahm Kokain. Und das waren keine abgehalfterten Süchtigen, sondern die coolen Partygänger, die vorm Studio 54 anstanden. Es war wie der Goldrausch in den USA. Es gab eine ungeheure Nachfrage nach diesem neuen Produkt. Die Nachfrage war sogar so groß, dass sie nicht bedient werden konnte. Damals sah man Kokain als ungefährlich an. Das hat natürlich zu seiner Beliebtheit beigetragen. Man glaubte, dass es nicht körperlich abhängig machte und außer einem kleinen Kater nach ein paar Tagen auf Droge keine negativen Nebenwirkungen hätte. Man dachte, es wäre wie 5 große Kaffee. Was konnte daran schon so schlimm sein? Durch diese Überzeugung entsteht ein riesiger Markt. Weniger als ein Jahr nach ihrer Ankunft in New York importieren Griselda Blanco und ihr Mann angeblich über 100 Kilogramm Kokain jährlich aus Kolumbien. Sie war ein glorifizierter Drogenkurier. Sie war die Anführerin einer Gruppe von Frauen, die Kokain in die USA schmuggelten. Sie versteckten das Kokain in Unterwäsche, die Griselda extra dafür entworfen und genäht hatte. Sie verschifften Holzkleiderbügel. Die Kleiderbügel waren hohl und darin waren die Drogen versteckt. Berichten der DEA zufolge waren später die Drogen nicht mehr in den Containern versteckt, sondern sie waren die Container selbst. Die Wände und Decken der Container waren doppelt und mit Drogen vollgestopft. So schmuggelten sie die Drogen ins Land. Als junger Staatsanwalt im südlichen New Yorker Bezirk arbeitete ich an der ersten Verfolgung von Griselda Blanco mit. Sie hieß Operation Banshee. Dies war eine der ersten großen Untersuchungen im organisierten Kokainhandel. Operation Banshee ist eine Kooperation der US-Drogenbehörde DEA und der New Yorker Polizei und zielt auf Drogenimporte ab. Im April 1975 werden Griselda Blanco, ihr Mann Alberto und 30 Helfer wegen Drogenschmuggels angeklagt, nachdem die Behörden eine Drogenladung abgefangen hatten. Es ist der größte Kokainfall der Geschichte. 150 Kilogramm Kokain war damals eine Rekordmenge für die Behörden. Was machte Griselda? Sie floh nach Kolumbien.
Sie kam davon, obwohl ein Haftbefehl gegen sie vorlag. Man sollte meinen, sie blieb von da an in Kolumbien und verhielt sich still. Aber nein, sie ging nach Miami. Drei Jahre nach ihrer Flucht aus New York reist sie mit neuen Plänen und einem neuen Mann in ihre neue Heimat. Sie reist trotz zweier offener Haftbefehle unter ihrem echten Namen nach Miami ein. Und niemand zählt eins und eins zusammen. Miami war perfekt für sie. Sie war näher an Südamerika. Das war das Paradies. Der ehemalige Kurier ist jetzt der Boss. Zwischen 1977 und 1989 baute sie das skrupelloseste Drogenkartell dieser Zeit auf. Andere bedeutende Dealer beschlossen, sie zu ermorden. Und verübten sechs Anschläge auf ihr Leben. Sie hat alle überlebt.1980 ist das Paradies des Südens zur Verbrechenshauptstadt der USA geworden. Einer der gefährlichsten Orte der Welt. Die Menschen kommen nach Miami, um zu feiern. Es ist wie Las Vegas, nur ohne Casinos. Bis Mitte der 1970er Jahre war Miami ein ruhiger Ort. Dann startete Ende der 1970er eine Einwanderungswelle kolumbianischer Drogenhändler. In den 1980ern war die Mariel-Boots-Krise. For Fidel Castro, it was tantamount to an act of genocide. With one fell swoop, he rid Cuba of thousands and thousands of undesirables. Murderers, thieves, perverts, prostitutes, all were rounded up, sent to Mariel Harbor and put aboard boats bound for Miami. 125.000 Flüchtlinge landeten an der Küste. Unsere Verbrechensrate explodierte über Nacht. Manchmal hatten wir drei Morde täglich. Und das nur innerhalb der Stadtgrenzen, den Bezirk nicht eingeschlossen. Zwischen 1980 und 81 verdoppelte sich unsere Mordrate. Es gab so viel willkürliche, offene Gewalt wie im Wilden Westen. Die Polizei ahnt nicht, dass eine ältere Dame, eine Patin, unzählige Drogenmorde in Auftrag gibt und dabei reich wird. Die Behörden schätzen, dass ihre Organisation ca. 10 Millionen Dollar pro Woche umsetzte. Auch für heutige Verhältnisse hatten sie unglaublich viel Geld. Und vor 30 Jahren war das noch viel mehr. Sie hatte Schmuck im Wert von Millionen von Dollar. Einige Stücke stammten angeblich von Eva Perón. Sie zog sich gerne schick an und gab in Nachtclubs tausende Dollar für Champagner aus. Sie stand auf Glitzer. Sie hatte einen Schlägertrupp, die Pistoleros. Sie waren unvorstellbar brutal. Und erfanden auch neue Methoden. Sie waren die Ersten, die jemanden von einem vorbeifahrenden Motorrad aus erschossen. Drogengangs in ganz Südflorida kopierten das. In Kolumbien galten seit rund 50 Jahren keine Gesetze mehr. Plötzlich waren sie in Candle und Dadeland, den Vorstädten von Miami. Sie benahmen sich wie im Wilden Westen. Es kam zu Gewalt am helllichten Tage und mitten im Verkehr. Wie wurde man bei den Pistoleros aufgenommen? Ging man einfach zu Griselda und sagte, dass man beitreten möchte? Nein, es gab einen Aufnahmeritus. Man musste jemanden töten und dann sein Ohr oder seinen Finger abschneiden. Das war ihr Markenzeichen. Sie legten eine Leiche in die Badewanne, schnitten sie auf und ließen sie ausbluten. Dann wurde sie in eine Kiste verpackt und entweder an die Familie oder den Anführer des anderen Kartells geschickt. Griselda wusste, wie man seine Gegner einschüchterte. Griselda Blanco hat in New York ganz unten angefangen und in Miami ihr eigenes Reich aufgebaut. Sie entwickelte verschiedenste Pläne, wie man Kokain ins Land schmuggeln konnte, ohne erwischt zu werden. Sie hatte ein Netzwerk an Käufern und die Pistoleros, um ihre Interessen zu schützen. Ihr wichtigster Auftragsmörder war Ayala.
der ab 1981 auf den Plan tritt. Es gab drei Ebenen: Griselda, Ayala und diejenigen, die für ihn arbeiteten. They call them the Cocaine Cowboys. Yesterday they struck busy Dadeland Shopping Mall, hitting two employees and spraying the parking lot with bullets. Den Namen Griselda Blanco hörte ich zum ersten Mal von der Drogenverfolgungsbehörde nach der Dadeland-Schießerei. Sie hat diesen Anschlag angeordnet, geplant und bezahlt. Die Fahndungen enthüllen, dass Griselda Blancos Ziel ein kolumbianischer Drogenhändler war. Sie wollte die Konkurrenz ausschalten. Man fand ein gepanzertes Fahrzeug, das so verstärkt war, dass es einem Panzer glich. Sie hatten einen relativ neuen Ford Econoline mit Edelstahl verstärkt und mit kugelsicheren Westen an der Hintertür. An den Seiten waren Schießscharten herausgeschnitten. Im Fond des weißen Lieferwagens saßen Männer mit Maschinengewehren und schossen in einem gut besuchten Einkaufszentrum um sich. Es fielen 85 Schüsse von verschiedenen Schützen. Das ist eine unvorstellbare Feuerkraft. Plötzlich bemerken wir, dass wir an Feuerkraft weit unterlegen waren. Unsere Standardwaffe war ein 38er Revolver mit 6 Schuss. Sie hatten Maschinengewehre und automatische Pistolen. Dadeland war der Weckruf und für mich der Anfang des Kriegs gegen das Kokain. Our goal is to break the power of the mob in America and nothing short of it. We mean to end their profits, imprison their members and cripple their organizations. Im Januar 1982 ruft Präsident Ronald Reagan ein Einsatzkommando unter Führung von Vizepräsident George Herbert Walker Bush ins Leben. CENTAC 26 ist eine Kooperation von DEA, Zoll, FBI und Militär. CENTAC ist die Kurzform für Central Tactical Squad. Und 26 bedeutet, dass es damals 26 solche Einsatzkommandos gab. Die Einheit wurde zur Bekämpfung von Morden im lateinamerikanisch geprägten Drogenmilieu gegründet. Ronald Reagan erklärte den Drogen in Südflorida den Krieg. Er gründete ein Einsatzkommando und entsandte unzählige Agenten nach Miami, die vor lauter Verhaftungen kaum fertig wurden. South Florida cannot be a haven for criminals, for sophisticated and organized drug traffickers. It's the largest effort. In neuerer Zeit musste die Regierung noch nie so stark in eine Gegend oder Stadt eingreifen. Miami war völlig außer Kontrolle geraten. Out of control. There were so many ways. Es gab so viele Brandherde. Wäre die Regierung nicht eingeschritten, hätte es kein gutes Ende genommen. As the cavalry, it wasn't going to get cleaned up. 10 Tage nach Präsident Reagans Ankündigung befiehlt die Patin einen Mord, der zum Tod eines Kindes führt. Das Ziel ist der ehemalige Chefkiller Jesus Castro. Er hatte Streit mit ihrem Sohn Osvaldo. Sie befahl den Mord an Jesus Castro. Hier ist es. Damals stand hier kein Zaun. Uns wurde eine Leiche im Gebüsch gemeldet. Bei der Moschee an der Ecke 7th Avenue und 53rd Street. Sie beschatteten Castros Haus und hielten neben ihm, als er wegfuhr. Sie öffneten die Schiebetüren des Lieferwagens und schossen in sein Auto. Sein Sohn Johnny saß neben ihm auf der Armlehne. Jesus musste sich bewegt oder geduckt haben und die Kugeln erwischten den kleinen Johnny im Gesicht. Die Leiche des Jungen wird 2 Tage später gewaschen und in Laken gehüllt in der Nähe einer nahen Moschee gefunden. In der Eile hatte Jesus Castro die Moschee mit der Taufkirche seines Sohnes verwechselt. Er war ein hübsches Kind. Mein Sohn war etwa im gleichen Alter, ein Jahr älter. Das machte es besonders schwer für mich. Sie sahen sich sogar ähnlich. Es war schrecklich. Morde sind immer schlimm, besonders wenn es sich um Kinder handelt. Griselda Blanco zeigt keine Reue. 4 Monate später ordnet sie den Mord an einer ganzen Familie an. Die Tat ereignet sich nahe Downtown. Jeder Polizist kennt Fälle, die einen nicht mehr loslassen. Dies ist einer davon. Hier war es. Ich erinnere mich wieder. Ich war der leitende Ermittler im Lorenzo-Mord. Damals wusste ich nicht, dass Griselda dafür verantwortlich war.
Sie wollte alle Personen im Haus tot sehen, auch die Kinder. Und das alles nur wegen Drogenschulden. Als wir ankamen, kauerten drei kleine Kinder über den blutigen Leichen ihrer Eltern und versuchten, sie aufzuwecken. Dieses Bild brennt sich einem ins Gedächtnis. Sie waren gefesselt und es war mehrfach auf sie geschossen worden. Ein interessanter Aspekt an der Tat war, dass Jorge Ayala Riverito, ihr berüchtigster Auftragsmörder, einen seiner eigenen Männer mit gezogener Waffe davon abgehalten hatte, auch die Kinder zu töten. Als sie bei Griselda Meldung machten, fragte sie, ob alle in dem Haus tot seien. Er sagte, dass sie die Kinder am Leben gelassen hätten. Sie war sehr böse, dass er nicht auch die Kinder getötet hatte. Diese Leute waren verrückt. Wir mussten etwas unternehmen. Bei jeder Verhaftung, die die DEA im Drogenmilieu machte, tauchte der Name auf. Griselda Blanco, die Patin oder La Madrina. Sie war immer in Bewegung und einen Schritt voraus. Diese Paranoia war in dieser Situation einfach gesunder Menschenverstand. Als die Behörden Griselda Blanco und ihrer Organisation immer näher kommen, verschwindet sie. Kokain hat die Skyline von Miami gebaut. Aber die Patin, die Unmengen Drogen und Schrecken über die Stadt gebracht hat, ist verschwunden. Anfang der 1980er Jahre ist der berüchtigste Verbrecher der USA eine Frau. Griselda Blanco, die durch den Import von Unmengen Kokain nach Miami reich wurde, wird ihre eigene Grausamkeit zum Verhängnis. Sie wurde schlecht fürs Geschäft, weil sie immer mehr in den Fokus geriet und so gewalttätig war. Andere bedeutende Dealer schlossen sich zusammen und wollten sie ermorden. Sie verübten 6 Anschläge auf ihr Leben. Sie hat alle überlebt. Sie war sehr besorgt um ihren jüngsten Sohn. Sie wollte ein neues Leben mit ihm beginnen und ihn schützen. 3 ihrer Söhne sind bereits alt genug, um ins Familiengeschäft einzusteigen. Der jüngste aber, Michael Corleone, ist erst 6 Jahre alt. Michael ist das Nesthäkchen. Er ist ihr Ein und Alles. Sie verbrachte mehr Zeit in Kalifornien, wo sie einen neuen Umschlagplatz aufbaute. Sie lebte mit ihrer betagten Mutter und ihrem jüngsten Sohn, der dort zur Schule ging, unter falschem Namen in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Patin ist untergetaucht, aber nicht in Rente. Den Behörden zufolge befehligt sie ein landesweites Kartell unter Leitung ihrer 3 älteren Söhne. Ihre Söhne waren in Miami, Los Angeles und San Francisco. Durch sie vertrieb sie große Mengen an Drogen.1985 ziehen die Behörden die Schlinge enger und stellen der Patin mit Hilfe eines nervösen Informanten eine Falle. Der Informant, nennen wir ihn einfach Jerry, kannte Griselda und verbüßte wegen eines Drogenvergehens in Südtexas eine 10-jährige Haftstrafe. Das FBI holt Jerry aus dem Gefängnis, um die Patin zu überführen. Das Problem war, dass der Informant nicht einmal annähernd flüssig mit Griselda sprechen konnte, weil er panische Angst vor ihr hatte. Aber die Behörden bekommen eine Adresse. Am Morgen des 17. Februar 1985, ein Sonntag, umstellen die Agenten das Haus. Sie finden die Patin vertieft in ihre Bibel. Sie war eine Dame im mittleren Alter und wirkte völlig harmlos. Wir wussten natürlich, was sie getan hatte. Auf Unbeteiligte würde sie niemals bedrohlich wirken. Sie stellte sich sehr religiös und fromm dar, trug ein großes Kreuz und war ganz in Schwarz gekleidet. Sie wirkte, als wäre sie auf dem Weg zur Kirche oder zu einer Beerdigung. Aber sie war dennoch eine Soziopathin. Ihre Verhaftung macht keine Schlagzeilen.
Wenn man an diesem Tag den Miami Herald aufschlug, fand man nicht einmal eine kleine Randnotiz. Das liegt aber nicht daran, dass es in Miami keine guten Journalisten gab, sondern zeigt, wie viele Griselda Blancos es damals in Miami gab. Der Drogensumpf war so groß, dass man den Überblick verlor. Wenn jemand verhaftet wurde, war das keine große Neuigkeit mehr. Seit der Operation Banshee vor über 10 Jahren liegt in New York ein Haftbefehl gegen sie vor, der jetzt vollstreckt wird. Kein Wort von Mord oder Gewalt. Sie wurde nur ihre Verbrechen von vor 10 Jahren angeklagt. Sie wird verurteilt. Die Morde in Südflorida bleiben unerwähnt. Die Höchststrafe für ihre Verbrechen liegt damals bei 15 Jahren. Die Drogengesetze waren damals nicht so streng wie heute. Heute könnte sie sogar die Todesstrafe erhalten. Der Richter in New York nahm es beinahe persönlich. Er sagte, er würde sie gerne zu 70 oder 80 Jahren verurteilen, anstatt zu der gesetzlichen Höchststrafe von 15 Jahren. Was geschah in Miami, wo man wusste, was sie auf dem Kerbholz hatte? In Miami klagen die Fahnder ihre Helfer an und finden in ihrem früheren Auftragsmörder Jorge Ayala, auch Rivarito genannt, einen wertvollen Informanten. Er wusste, dass er höchstwahrscheinlich die Todesstrafe bekommen würde, wenn er sie nicht verraten würde. Jorge Ayala war die einzige Verbindung zwischen ihr und den Morden. Er war der Schlüssel. Wir glaubten, die Jury davon überzeugen zu können, dass diese Menschen wegen dieser Drogenverschwörung getötet wurden und sie Teil dieser Verschwörung und somit schuldig war. Die Behörden wollen sie für immer wegsperren und bringen sie nach Miami. Als wir sie vom Gefängnis zum Flughafen fuhren, war sie so schockiert, dass sie in Miami des Mordes angeklagt werden würde, dass sie sich auf den Rücksitz des Streifenwagens übergab. In vielerlei Hinsicht hat Griselda Blanco diese Stadt mit aufgebaut. Ende der 1970er brachten Dealer ihre Einnahmen auf die Banken, die dann Kredite an Unternehmen und Bauherren vergaben. There are thousands of properties worth more than $1 billion that have been bought with illicit money in South Florida. There are many stories of cash green money being brought to homeowners and agents in suitcases and paper bags. Über Nacht schossen Apartmentgebäude wie Pilze aus dem Boden und veränderten das Erscheinungsbild der Stadt. '94 kehrt die Patin in die Stadt zurück, die sie in Schrecken versetzt hatte. Diesmal als Gefangene, die wegen Drogenhandels 15 Jahre Haft verbüßen soll. Sie sollte vor Gericht gestellt werden. Sie wollten sie des Mordes überführen. Darauf steht die Todesstrafe in Florida. After over 10 years of intense investigation, Miami and Metro Police say they have enough evidence to pin the 1982 murders of three Dade County people on this woman, 51-year-old Griselda Blanco. If she was not one of the most prolific traffickers in the Miami area, she clearly was one of the more violent. Die Fahnder haben ehemalige Komplizen, die gegen sie aussagen. 1994 wurde sie vom Bundes in ein Staatsgefängnis überführt. 1994 bis 98 nahmen wir die Zeugenaussagen gegen sie auf. Das war ein sehr langwieriger Prozess. Im Laufe dieser 4 Jahre bringt ein Skandal den Prozess ins Wanken. Es gab ein Problem mit Jorge Ayala, ihrem Auftragskiller und unserem Hauptzeugen. Er hatte eine Affäre mit einer Sekretärin des Staatsanwalts. Die Schlagzeilen waren voll davon. Die Staatsanwaltschaft war bloßgestellt. Sie mussten einige Leute entlassen. Durch den Telefonsex mit einer der Sekretärinnen hatte Rivi den ganzen Prozess zerstört.
Die Anklage beschloss, dass der Hauptzeuge so stark kompromittiert war, dass es seine Glaubwürdigkeit beeinträchtigte. Man schloss einen Handel ab. Blanco bekannte sich schuldig und wurde zu 10 Jahren verurteilt. Manche glauben, dass das geplant war, dass Rivi seinen Verrat an Griselda so wiedergutmachen wollte. Als hätte er das von langer Hand geplant. Wir werden es nie sicher wissen. Am Ende war es zu Griselda Blancos Vorteil. Sie hätten sie lebenslänglich wegsperren können. Sie hätte das Gefängnis nur noch in einem Sarg verlassen. Und dann bekommt sie nur 10 Jahre. Das ist für mich schier unvorstellbar. Letztendlich scheitert die Regierung daran, ihr die Strafe zuzumessen, die ihre Feinde für sie vorgesehen haben. Während sie einsitzt, werden ihre 3 ältesten Söhne nach Kolumbien abgeschoben. Angeblich wurden sie kurz nach ihrer Ankunft in Kolumbien umgebracht. Drei Söhne zu verlieren, vor allem, wenn man sich sehr nahe steht, ist niederschmetternd. Im Juni 2004 wird Griselda Blanco aus der Haft entlassen und nach Kolumbien abgeschoben. Wir alle glaubten, dass sie sich so viele Feinde gemacht hatte, dass sie bei ihrer Ankunft am Flughafen schon so gut wie tot wäre. Anscheinend haben wir uns alle geirrt. Das letzte Mal hat man sie 2007 am Flughafen von Bogotá gesehen. Diese ganze Geschichte ist so unglaublich, beinahe surreal. Wenn Sie mir erzählen würden, dass sie als Nonne in einem Kloster in Kolumbien lebt, würde ich Ihnen das glauben. Es nagt bis heute an mir, dass sie nicht die Todesstrafe bekommen hat. Das wäre gerecht gewesen. Es ist eine große Enttäuschung gewesen. Doch der Kreis hat sich geschlossen und sie hat für ihre Taten bezahlt. And one day, she'll answer to all this.